Familie Gottes erleben und leben als Familie Gottes. Ich möchte auch zu Beginn der Predigt darüber nachdenken, was ihr euch dann so vorstellt, wenn ihr über Gemeinde als Familie Gottes, Gemeinde als Stelle, wo man sich wohlfühlt, was man sich wünschen würde. Was sollte die Gemeinde Gottes sein, die Familie Gottes? Wie sollte sie sein? Dass wir vielleicht zu Anfang der Predigt nochmal das Mikrofon herholen und wer was dazu sagen will, zwei Sätze, kann dazu was sagen. Lasst uns noch ein Gebet sprechen und dann werden wir das erste Lied singen. Himmlischer Vater, wir kommen in deine Gegenwart. Du kennst einen jeden von uns beim Namen. Du liebst uns. Du hast uns berufen, Kinder deine Familie zu sein. Du willst, dass wir das erleben, dass wir als deine Kinder leben und mit dir leben. Segne du uns jetzt, dass jeder von uns das Wort bekommt, das wir zum Leben brauchen. Dass wir das bekommen, sodass wir gestärkt werden und merken, dass wir in deiner Gegenwart was Besonderes bekommen, Herr. Amen. Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich hatte ja gesagt, dass ich damit beginnen will, die Frage zu stellen, was wir uns so vorstellen, wenn wir eine Gemeinde so haben wollten, wie wir sie uns vorstellen, was würden wir uns wünschen? Elisabeth hat ein Mikrofon, wer was sagen will, bitte nur. Also ich empfinde es als eine wichtige Sache, darauf zu achten, welcher Höhe man sich begegnet. Dass man beieinander steht und Gott als den Höchsten betrachtet und nebeneinander ist und sich auch so betrachtet und sich dann keiner zu klein und keiner zu groß macht und wirklich auf Augenhöhe sich betrachtet. Also ich möchte mich nochmal für den schönen Urlaub bedanken, weil drei Familien hier aus der Gemeinde haben mich, Singlefrau, eingeladen, mit ihnen den Urlaub zu verbringen. Und das ist dann für mich wirklich ein schönes Erlebnis. Es war nicht das erste Mal, aber ich bin froh, dass da einfach Menschen sind, die mich auch im Blick haben. Du bist ja Teil der Familie. Ich finde, Familie ist dort, wo ich angenommen bin und wo ich geliebt bin, mit all meinen Kanten und Ecken. Einfach, wo man mich lieb hat, obwohl ich so bin, wie ich bin. Und Familie ist für mich auch dort, wo das, was ich habe, gerne austeile an die anderen. Wo Liebe im Mittelpunkt steht. Familie ist auch da, wo wir alles miteinander teilen, unsere Sorgen, Nöte, aber auch das, was uns freut. Glauben oder ja auch das, was uns im Alltag bewegt. Ja, gut. Einfach alles geteilt wird.
Wir können ja noch weiterhin darüber nachdenken, aber ich belasse es mal dabei jetzt mit so Beiträge aus der Gemeinde. Jesus hat ja auch eine Vision gehabt für die Kirche, für die Gemeinde, und im Neuen Testament werden da ganz, ganz tolle Bilder gebraucht. Ich will nur mal eins jetzt nennen. Eine Braut, die Braut Jesu. Was ist, wenn man, also die Kirche soll sich so vorbereiten, dass sie einmal die Braut Jesu ist. Was ist denn so, was da im Mittelpunkt steht? Bei einer Braut ist es, die macht sich so schön wie möglich für ihren Mann. Sie will, und da ist ganz viel Liebe, wenn es richtig läuft in der Ehe, bei der Hochzeit. Es ist ein wunderschönes Bild. Ich will nur mal dieses Bild im Mittelpunkt stellen. Aber es gibt ganz viele andere Bilder, die auch genannt werden in der Bibel, wo Jesus eine Vision hat. Er hat auch für Bendorf eine Vision. In Teilen hat er sie auch schon gezeigt. Durch François Burz sind da einige Bilder so gekommen. Aber irgendwie müssen wir es noch sehen können, irgendwas entwickeln, dass jeder von uns so ein Bild hat, wenn wir an evangelische Gemeinde Bendorf denken und was Jesus hier will. Was er sieht, wenn er diese Gemeinde sieht. Für mich war die letzte Zeit war so ein Nachdenken. Ich habe mich so bewusst ziemlich zurückgezogen die letzten 3 Wochen. Urlaub, ja, auch weggefahren, aber viel hier zu Hause im Schuppen rum, einen Schuppen gebaut, aber die ganze Zeit über diese Vision nachgedacht und überlegt. Irgendwie ist es noch nicht, das Bild noch nicht ganz klar, aber es geht so in Richtung, dass wir mit dieser Liebe Jesu gefüllt werden, als Familie leben und dieser Liebe weitergehen. Ich möchte es mal so definieren, was ich so einmal gehört hatte beim Stillwerden, dass andere, wenn sie uns begegnen, etwas spüren, was anderes ist. Wenn Menschen aus der Gemeinde irgendwo sind, dass sie spüren, da ist etwas anderes. Ja, es sind noch Menschen mit Sünden und Fehler und allem drum und dran. Aber es ist ein anderer, der da bestimmt, wie diese Person handelt. Und dann wird es anders. Und dabei kam mir dann auch der Text für heute, der nicht Teil der Predigtreihe ist. Wir sollten erst nächste Woche anfangen, weil die Ferien dann noch nicht vorbei sind. Aber ich habe dann beschlossen, dass ich das jetzt schon mache. Und der Text ist dieser Salz und Licht, weil das auch ausdrückt, dass wir oder dass Jesus die Vision hat, dass Christen anders sind. Dass Menschen, die ihm nachfolgen, die seine Jünger sind, irgendwas haben. Sie sind nicht besser, sie können sich nicht über die anderen stellen, auf Augenhöhe, aber sie haben Jesus im Herzen. Sie haben den Heiligen Geist. Sie haben eine Liebe, eine Vergebung, aus der sie leben, die weitergeben. Das ist anders. Und irgendwo auch sagen, ja, der bestimmt, mein Herr Jesus bestimmt, auch wenn ich einen Fehler mache, dass ich dann zu ihm gehe und um Vergebung bitte. Und das auch bekenne dann. Das ist anders. Ich lese mal den Text. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Wenn doch, wenn wir als Christen nicht mehr Salz sind, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Salz. Erstens ist etwas ganz, ganz Wertvolles. Wir waren jetzt in Wismar. Soweit ich weiß, ist diese ganze Region ja vom Salz irgendwie reich geworden. Es gab mal eine Zeit, wo Salz das weiße Gold war. Und man konnte richtig reich werden, wenn man viel Salz hat. Und Salz, wenn wir uns mal vorstellen, wenn wir kein Salz hätten, wie würde das Essen schmecken? Ich mag gerne viel Salz. Ich weiß nicht, wie ihr seid, aber es fiel einigen Kindern auf neulich, wie viel Salz ich benutzte. Und die sagten, meine Mama sagte mir, ich darf nicht so viel Salz benutzen. Aber ich liebe halt Salz. Und es wäre wirklich
Das Essen wäre nicht so gut, wenn es nicht Salz geben würde. Also Salz ist etwas Wertvolles, was Kostbares, es würzt. Und Jesus sagt, wir als Christen sind kostbar, sehr, sehr wertvoll. Er ist bereit, sein Leben für uns zu geben. Wenn man sich mal unter das Kreuz kniet und überlegt, das war für mich. Mein Herr hat daran gedacht, dass ich Sünder bin und dass ich das brauche. So kostbar bin ich, dass er sein Leben für mich gibt. Das will er, dass jeder von uns das erfährt. Wir sind Salz der Erde, damals war das Salz das Wertvollste. Das sind wir. Das stellt er erst einmal fest und sagt dann, weil wir das sind, sollen wir als Salz der Welt leben. Salz kann, also in Südafrika ist das Wort lecker, wird ganz anders genutzt. Es war ein leckerer Tag. Wir haben einen schönen Tag gehabt. Die Zeit oder das, was wir erlebt haben, war lecker. Oder du hast ja ein leckeres Auto. Es kommt aus dem Afrikanischen, da wird lecker für alles benutzt. Also die Burdensprache. Wir sollen als Christen im südafrikanischen Sinn auch lecker sein. Für andere, dass sie das genießen, was wir tun. Dass es wirklich rüberkommt. Aber nicht aus uns selbst, das schaffen wir nicht. Da muss ich immer wieder warnen, weil ich merke das bei mir selbst. Wenn ich versuche, dann Salz zu sein, aus eigener Kraft geht es nicht. Wenn ich Jesus hineinlasse, Zeit nehme für diese Begegnung, dass er mich füllt durch seinen Geist, dann sind wir es von selbst. Dann bewirkt er das in uns, was wir sein sollen. Er bringt das zustande. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir das erleben. Noch eine Sache, die es in Südafrika gibt. Salz konserviert. Wer weiß, was Biltong ist? Was schon Südafrika? Was ist Biltong? Fleisch. Getrocknetes Fleisch wird in Salz gelegt und getrocknet. Es ist so lecker, wenn man es kennt und so, schmeckt also sehr, sehr gut. In Südafrika hat man diese Weise entwickelt, als es noch keine Kühlschränke gab. Im Sommer ist es ja sehr heiß und im Winter sehr kalt. Also im Winter hat man geschlachtet, das Fleisch geschnitten in so lange Streifen, aufgehangen, in Salz gelegt und aufgehangen und ganz getrocknet. Und dann kann man den ganzen Sommer durch davon essen. Und wenn Micha kommt, ich freue mich schon im September, mein Sohn, dann wird er wieder Biltong mitbringen. Letztes Mal und das vorletzte Mal hat er es gemacht. Ich hoffe, dass er es wieder macht, weil er weiß, dass ich von der Farm komme. Wir haben immer selbst Biltong gemacht. Es wird auch noch geräuchert, damit es besser schmeckt. Also richtig gute Sache. Ich weiß, dass die Deutschen oft es nicht so mögen, aber das ist nicht mein Problem. Aber Salz konserviert. Kann es sein, dass Deutschland oder die europäischen Länder da sind, wo sie jetzt sind, weil wir die Werte des Christentums übernommen haben? Sie sind schon, obwohl viele nicht mehr Christen sind, sind die Werte aber noch die, die Jesus uns beigebracht hat. Also, dass man Flüchtlinge so aufnimmt, liebe deine Feinde, das merken wir zurzeit in der Welt, ist nichts Normales. Ist nicht normal, wenn Leute von außen einfach die geliebt werden. Was sind die Werte mit Hassen, wenn Leute uns hassen? Wie antwortet man dann darauf? Jesus sagt, wir sollen antworten mit Liebe. Oder Ehrlichkeit. Ich komme aus einem Land, wo das überhaupt nicht Teil der Kultur ist. Bei den Zulus ist es so, wenn man nicht erwischt wird, kann man ruhig lügen. Dann ist es okay. Stehlen auch ist nur schlimm, wenn man erwischt wird. Von der Kultur, die ich kennengelernt habe dort. Und das klappt einfach in dieser Welt nicht. Es macht alles kaputt. Wenn man Europa anschaut, der Reichtum und so, sind Werte, die dahinter stecken. Aber Jesus hat diese Werte beigebracht. Es konserviert. Leben wir so,
dass andere merken, dass wir anders sind in dieser Welt, jetzt auch noch. Es ist ja so, dass wir fast jeden Tag irgendwo an etwas stoßen, wo wir anders sein können. Oder so leben, wie wir es eigentlich wollen. Manchmal steht unser eigener Wille gegen Jesu Wille. Und da muss man dann drüber nachdenken. Ich denke an eine Frau in Südafrika, die alles verloren hat, weil sie ehrlich war. Ihre Arbeit, sie ist ganz arm geworden, sie war sehr reich, aber inzwischen, weil sie reich oder weil sie das gemacht hat, ist sie wieder in höchsten Kreisen drin. Ich denke an Familien, wo sehr viel Streit war, aber eine Person auf die Leute zugegangen ist und gesagt hat, so geht es nicht, wir sind Christen, wir müssen aus der Vergebung leben. Und es hat alles wieder zusammengebracht. Ich habe hier ganz viel erlebt, dass Familien, dass Kinder nicht mehr mit ihren Eltern sprechen. Also das verstehe ich nicht ganz. Oder Eltern mit Kindern. Wir müssen doch vergeben. Aus der Vergebung leben. Oder in der geschäftlichen Welt, wenn man ehrlich und fair ist, einfach so behandelt wird, wie man selbst behandelt werden soll. Das hat Jesus außerdem gesagt. Das ist schon was anderes. Ich glaube, ich komme nicht mehr zum Licht heute, es wird zu viel. Aber es ist ja interessant, dass Jesus sagt, beim Salz und beim Licht, wir sollen leuchten, wir sollen Salz sein, wir sollen die Welt lecker machen, im südafrikanischen Sinn. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das hören. Jesus hat eine Vision für uns. Nicht nur für die Gemeinde, sondern für jeden Einzelnen hier. Er will was anderes zustande bringen. Und der Weg ist nicht, ein neues Gesetz zu machen. Das war die letzten paar Monate haben wir darüber gepredigt. Ihr werdet es nicht schaffen, ihr werdet daran kaputt gehen. Wenn man jetzt sagt, was heißt es, Salz zu sein, kommen wir sehen mal, A muss man das machen, B muss man das machen, C muss man das machen, D, das haben die Pharisäer gemacht. Sondern, das ist ganz wichtig, die Vision, die Jesus hat, ist, dass er uns einen neuen Geist gibt. Dass er durch seinen Heiligen Geist in unser Herzen kommt und in unser Herzen das Neue hervorbringt. Und dann ist es auch ganz einfach und ganz natürlich und toll. Das wünsche ich an jeden von uns in dieser Zeit, dass wir ein bisschen mehr davon spüren. Dass wir diesen Weg gemeinsam gehen und spüren, wie Jesus mit uns geht. Lasst uns beten. Herr Jesus, du hast nicht nur eine Vision für unsere Gemeinde, sondern auch für einen jeden von uns. Manche wissen, was diese Vision ist, andere haben noch nicht mal darüber nachgedacht. Und vielleicht kannst du heute mal so das bewirken, dass auch wir über die Vision, die du über unser Leben hast, nachdenken. Gib, dass wir spüren, wie wertvoll wir sind. Wir sehen das am Kreuz, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Dass wir im Grunde das Wertvollste sind, was es gibt für dich. Dass du zu uns kommen willst und in unser Herzen leben willst durch deinen Geist. Gib, dass wir unser Herzen öffnen, dass wir dich hineinlassen und den Weg mit dir gehen. Gib, dass wir Salz der Erde werden und als Licht in dieser Welt hineinleuchten, wo du es willst, Herr. Dass du uns zeigst, wo du uns gebrauchen kannst, damit wir Licht und Salz sind. Lass uns aus dieser Beziehung leben. Eine enge und tolle Beziehung, die in jeder Minute des Tages hineingeht, Herr. Geh du mit uns und segne du uns, Herr. Amen.